Im Sinne eines positiven Jugendmedienschutzes gilt, Schutz und Befähigung müssen Hand in Hand gehen. Das bedeutet, dass wir uns nicht, wie es klassischerweise der gesetzliche Jugendmedienschutz tut, ausschließlich auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor möglichen negativen Erfahrungen konzentrieren dürfen, obwohl dieser natürlich absolut wichtig ist. Ausgesprochen notwendig ist es daneben auch, Heranwachsende zu einem bewussten, interessengerechten und sozial verantwortlichen Umgang mit Online-Medien zu befähigen und sie dabei zu unterstützen, Risiken zu vermeiden und Herausforderungen zu bewältigen. Diese beiden Elemente des Jugendmedienschutzes müssen stets Hand in Hand gehen.